So, grüß euch. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir die Testfahrt gemacht mit dem Federbein. Leider hat das nicht funktioniert, dass man das so abbilden kann, dass man das sieht, was man spürt beim Fahren. Heute ist der Andi dabei. Mit dem Andi haben wir die zweite Transalp gebaut. Er hat meine gesehen und hat sich da auf der Stelle verliebt drinnen und da hat dann gesagt, er möchte auch eine haben. Das war letztes Jahr. Genau. Das Besondere ist, dass der Andreas nicht einmal einen Führerschein gehabt. Ja, du hast gesagt, du willst eine Motorradtour machen und ja, hättest gern einen, der sich so wie du auch Zeit lässt und zwischendurch Fotos macht und filmt. Und habe ich mir gedacht, da bin ich der Richtige, aber ich habe auch keinen Führerschein gehabt. Ja, und da kommt jetzt dazu, der Andreas ist nämlich Biologe und während ich fotografiere, kriecht er im Sumpf herum. Das ist optimal. Das ist das, also besser geht es eigentlich nicht. Ja, auch mit dem Andreas mache ich manchmal eine kleine Spritztour. Wir sind letztes Jahr Südtirol gewesen, oder? War das Südtirol? Ja, Bozen. Bozen und so. War schön, das Wetter war scheiße. Aber die Motorräder sind gleich mal getestet worden. Ja, die Motorräder sind gleich getestet. Jetzt muss ich aber nur mal kurz zum Fahrwerk zurückkommen. Ich fahre jetzt dann in die Garage zurück, werde das Federbein, das neue einbauen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir das jetzt nicht geschafft haben, dass man das sichtbar macht, was mich eigentlich an dem Üs-Federbein also gestört hat. Aber vielleicht sieht man es ja doch. Wir haben jetzt wirklich viele Sachen ausprobiert. Wir haben mit langer Brennweite, mit dem Handy, mit kurzer, also wir haben alles ausprobiert, um das sichtbar zu machen. Eine GoPro habe ich schon geschrottet dabei. Und dann ist nur dazu ein BMW-SUV drüber gefahren. Das war dann ganz toll. Jetzt schauen wir uns nur kurz das Motorradl vom Andreas genauer an. Weil wenn er schon da ist, müssen wir das ausnutzen. So, die Motorradlstiefeln knirschen. So, jetzt fangen wir an, Andi. Und zwar, was ist da von dir ganz wichtig? Ich stehe mal scharf. Dieser Teil da, dieser Frästeil, den hast du ausgedacht, von dir angekriegt. Ja. Danke. Vorher war der nicht drauf. Ich finde, dass er wichtig war, weil er doch gegen das Scheppern von diesem Seitendeckel einiges dazu macht. Was sehen wir sonst noch? Genau. Was hast du nur anders gemacht als ich? Naja, vor allem auffallend ist, sage ich mal, seitlich dieser eine Karosserieteil, wo ich gesagt habe, ich möchte den um eine Spur größer haben, mit ein bisschen mehr Lack, wo er was Platz hat. Der ist aus einem Alublech hingebogen und dann eben lackiert. Genau. Eigentlich Verarbeitung genau gleich wie bei mir, aber einfach mehr Lackfläche. Man muss dazu sagen, der Andi ist ein Vespa-Fan und ich glaube, der braucht einfach ein bisschen mehr Lack. So schaut's aus. So, dann schauen wir mal Vierer. Da hört man schon pfeifen. Die Maske. Die Maske ist wohl der größte Unterschied zu meinem. Du hast dir die ausgesucht, wo ist die her und was ist das für eine? Genau, also ich habe die in Amerika gefunden, das ist ein Lynx Fairing, die hat eine Zulassung für Honda und warum ich die genommen habe, ist, weil ja am Anfang die große Schwierigkeit war mit dem Typisieren. Der Scheinwerfer, der hat es ordentlich in sich, wir hören Pfeifen, ja, das, da weiß ich nicht ausreichend Bescheid, dass ich sagen kann, ob man das so ohne weiteres überall typisiert kriegt, das möchte ich da unbedingt jetzt nur dazu sagen. Was nur auffallend ist beim Andreas, der Andreas hat sich da jetzt erstens mal einen ganz anderen Look ausgedacht. Auch die Farbgebung ist eine komplett andere, währenddessen ich ja feig war und nur alles in weiß gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, ich lasse die einmal folieren oder so. Habe ich aber nie gemacht, weil es mir so ganz gut gefällt. Hat sich der Andreas für so ein Kalahari entschieden, was eigentlich, wie es frisch lackiert war, grässlich ausgeschaut hat, muss ich sagen. Aber wie man es dann fertig gehabt haben, wie es zusammengebaut war, hat das ein super Ergebnis gehabt. Einwandfrei. Und was natürlich auch noch was ausmacht, ich habe mir die ganzen Aufkleber mehr oder weniger unter die Schriften selber gemacht, dass das genau drauf passt und habe mir das dann die Folie ausschneiden lassen. Mhm. Was finde ich da super zu der Masken dazu passt. Mhm. Mhm. Und ja, nachdem ich gesagt habe, ich will einfach gewisse Sachen, dass optisch auch schön sind, nicht nur praktisch, ich habe ja diese Handguards von Acerbis oben. Ja. Ich wollte sie eigentlich lackieren, aber die Teile sind unmöglich zu lackieren. Das schauen wir uns gleich an. Weil, ja,
überhaupt kein Lack oder so irgendwas halt bei den Trümmern. Und deshalb habe ich dann gesagt, ich mache es anders. Ich nehme mir einfach ein Alublech und fange ein bisschen Spenglern an und habe mir diesen Teil in der Mitte, der normalerweise weißer Kunststoff ist, mit einer Zerbischrift oben hingespenglert und habe mir den in der Farbe lackiert. Ich hätte mir das nie gedacht, dass man das so hindengeln kann. Also das ist einfach ein Alu gewesen. Aber er hat es geschafft, er ist ein Dengelmeister, wie man sieht. Dengeln darf man nicht sagen, gell? Spenglern. Er hat's hingespenglert. Die Wahrheit ist natürlich, jetzt ist das kein Schützer mehr, weil jetzt muss man das lackierte Teil wieder schützen. Genau. Aber schaut's einmal, ich finde, es schaut einfach gut aus. Also, ich zoome mal ein bisschen ran. So. Für den Look schaut das super aus. Der Motorschutz ist im Grunde genau der gleiche, den was ich hab. Nur hat sich der Andi, eine andere Ausnehmung ausgedacht und eine Vergitterung. Von hinten, dass nicht zu viel Steine reinfliegen und dann die ganze Zeit herumklimpern. Und das Ganze hat er lackiert, was ich völlig sinnlos gefunden habe. Das war so toll, weil der Andi und ich, wir haben uns da echt, also in der Meinung sind wir da oft ganz schön auseinandergegangen, wie man was macht. Es hängt wahrscheinlich auch daran, dass ich in gewisse Sachen nicht so viel Erfahrung gehabt habe wie der Andi und umgekehrt. Und darum hat es ein paar so Reibungspunkte gegeben. Aber er hat den lackiert mit einem Speziallack, der Lack heißt. Genau, das ist dieser Raptor-Lack, wird normalerweise verwendet bei so Pickup-Sachen für die Ladeflächen und ist extrem stoß- und schlagfest. Ich habe damit jetzt nicht nur den Unterfahrschutz lackiert, der Seitenständer, wo dieser Lack runtergeht. Mhm. Und ich muss sagen, also dieser Raptor-Lack erhält extrem gut, ist widerstandsfähig, auch wenn Steine auffliegen oder sowas, haut wunderbar hin. Das Einzige, was man aufpassen muss beim Lackieren, es ist eine irrsinnige Botzerei, weil der tut so irgendwie so ein bisschen mit dem Sauerstoff reagieren und tut dann so aufpluppern und ja, es schaut halt fürchterlich aus da. Genau, und da sind wir gleich mal aneinander geraten, weil das hat der Andreas mich bei mir in der Werkstatt lackiert und hat gleich mal Hand damit lackiert. Das war dann nicht so optimal. So. Was haben wir nun? Das Gepäcksystem ist das gleiche wie bei mir. Ich habe es nur nicht montiert gehabt bei meinem Video. Man sieht das ganz gut. Ich habe das schon angesprochen. Wir haben da Gepäckstaschen von Krieger. Genau. Oben. Warum Krieger? Die haben sich bei mir sehr gut bewährt, muss ich sagen. Ich bin wirklich zufrieden damit. Sie sind nicht schwer. Da haben wir jetzt die Doppeltaschen. Also und was mir bei den Kriegertaschen taugt, es gibt da eben unterschiedliche Ausführungen auch von der Größe. Und mit der Plotten, die wir da selber gebaut haben, du tust das einfach schnell mal ummontieren und es ist sofort gewechselt, je nachdem, wie man es braucht. Groß, klein, einmal mit den Flaschen, dann mit einer größeren Gepäckstaschen oben wie auf der Seite, wo man wirklich 22 Liter reinkriegt. Und ja, das haut meiner Meinung nach super hin. Und auch im Regen oder sowas, oder wenn das Ding umfällt, das hält das aus. Jetzt sage ich gleich mal dazu, das ist kein Werbevideo. Wir kriegen da vom Krieger nichts, von dieser Lackfirma kriegen wir nichts. Also das ist jetzt wirklich ein reines Video, was unsere Erfahrungen mit diesen Gepäckstaschen oder mit den anderen Sachen repräsentiert. Ja. Was möchtest du mir noch sagen, Andi? Gibt's noch was? Naja, was auch noch so ein kleiner Streitpunkt war zwischen uns zwei. Ich habe gesagt, wenn ich mit dem Motorrad fahre und auf Schotterflächen fahre, dann will ich ordentlich aufschneiden können, ohne dass er bei Abrutsch von den Fußrasten. Ja, genau. Und haben wir da halt jetzt sehr massive Fußrasten auf da. Die schauen wir uns jetzt an. Also ich sage, im Gelände her ist es recht praktisch. Man muss halt zum Fahren, ist wichtig, dass man Stiefel anhat. Weil wenn man abrutscht oder irgendwas, es ist schmerzhaft. So, jetzt sieht man es. Also das sind Fußabstreifer für einen Bauern, wenn er aus dem Stall rauskommt, wenn es mich fragt. Die sind riesig, riesig. Und sie sind für das Motorrad konzipiert. Sie passen, aber wir haben es ein bisschen nacharbeiten müssen, glaube ich, gell? Weil sie sind nämlich nicht, klappst du nochmal auf, bitte. Genau. Also jetzt geht er zum Klappen. Genau. Und wenn man kauft, geht er nur so ganz wenig in die Luft. Und jetzt kann man da hinten das mehr oder weniger angepasst. Aber man sieht, wenn man sich da drauf stellt, vor allem mit den Motorradstiefeln, also man steht da wirklich gut oben. Ja. Und ja, hat ein super Gleichgewicht. Also bis jetzt eigentlich nur gute Erfahrungen damit, aber
Was noch fehlt, ist, es hat noch keinen richtigen Sturz im Gelände gegeben oder sowas. Also man weiß nicht, wie diese Raster die Belastung des Motorrads aushalten, wenn das Motorrad auf die Raster fällt. Beziehungsweise was dann passiert, entweder bricht der Raster oder es bricht sogar die Aufnahme vom Motorrad. Das ist natürlich alles möglich, das weiß man nicht. Das müssen wir uns immer anschauen. Ja, das müssen wir uns dann anschauen. So, nur ganz kurz. Der Andi hat die Original-Faltbelge nur einbaut. Das hat einen Grund gehabt, und zwar diese Teile, was wir gekriegt haben für Andi sein Motorrad, diese Africa Twin RD07 Teile, waren tipptopp in Ordnung. Die waren von einer general überholten Africa Twin, die was leider bei der ersten Testfahrt abbrennt ist. Gell? So ja. War das. Also neu, alles neu. Also da hat er wirklich Glück gehabt. So, Andi. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht damals, das Motorradl. Mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, wenn wir da zu zweit geschraubt haben in meiner Werkstatt. Ich hoffe, dir auch. Ja, natürlich. Nein, ich finde das perfekt, wenn man das zu zweit macht. Erstens habe ich irrsinnig profitiert, weil du hast ja schon Erfahrungen gemacht und auf die habe ich zurückgreifen können. Und was nur besser war, wir haben gewisse Sachen einfach ausdiskutiert. Der eine hat die Idee gehabt und der andere, ja. Hat den Kopf geschüttelt. Ja, genau. Und dann haben wir die optimale Lösung versucht zu finden. Und ich glaube, zum Teil ist es uns auch gelungen. Ja, auf alle Fälle. Also ich sehe das schon so. Für das, dass das eigentlich zwei komplett gleiche Motorräder sind, aber doch dann wieder anders. Individuell, so soll es sein. So, jetzt kommt natürlich wieder das wie immer. Erstens einmal viel zu langes Video. Ich werde das Video kürzen. Wir werden zwei Videos draus machen. Das Fahrwerk-Video wird ein eigenes Video. Ich werde das ein bisschen zusammensplitten und zusammenschneiden. Sonst ist es zu lange, das schaut sich ja keiner an. So, jetzt kommt noch etwas, was ich die ganze Zeit vergessen habe und mir aber total vorgenommen habe, dass ich das sage. Obwohl ich mir gedacht habe, das sage ich nie. Bitte, lasst das liken, wenn es euch gefallen hat, und den Daumen hoch. Das klingt so beknackt, ich weiß, aber bitte macht es, das hilft mir wirklich im Ranking bei YouTube. Ich habe heute das wieder durchgelesen, wie das funktioniert. Wenn das jeder macht, dann sind meine Videos populärer und ich kann mehr machen, ich habe mehr Möglichkeiten dadurch. Also ich wünsche euch alles Gute, guten Saisonstart, es geht los, schönes Wetter, der erste schöne Tag heute. Wir sitzen da, ist auch nicht so optimal. Vielleicht sollten wir eine Runde fahren jetzt. Machen wir. Auch zum Sommer. Also, alles Gute, macht es gut. Pfiat euch. Ciao.